Liebe Kirsten, so, jetzt stimmt's wieder. War gerade entsetzt, ein Riss ging durch die Sonne. Ein bisschen durch die Sonne. Ich Böse habe mein Omen. Mikro noch nicht angesteckt. So, jetzt ist alles gut. Hoffen. Hoffe ich doch mal. Liebe Leute da draußen, einen herzlichen, wunderschönen Samstagmorgen. Es ist der 6. November und es ist 10 Uhr und wir. Kirsten und ich sitzen im Tarotgarten. Guten Morgen, liebe Kirsten. Guten Morgen. Hast du 7 Uhr gesagt? Nein, ne? Nein, habe ich 7 Uhr gesagt? Es ist 10 Uhr. Ich habe gesagt, es ist der 7. November. Nein, es ist der 6. Lassen wir das. Ja, guten Morgen da draußen. Schön, wenn ihr einschaltet nach und nach. Es ist eine ungewohnte Zeit. Es ist Samstag. Ich weiß, da sind viele beim Shoppen unterwegs, aber wir schaffen es gerade nicht sonntags. Und das ist natürlich schade, weil wir ja heute über etwas Sonniges reden wollen. Aber die Einleitung war ja schon mal sehr schön mit dem Vogelgezwitscher und dem grünen Hintergrund. Von daher machen wir uns jetzt einfach auch an einem Sonnabend sonnige Gedanken. Und ein Sonnabend hat ja auch was mit der Sonne zu tun, fällt mir gerade Ja, ein. es ist der Abend vor dem Sonntag. Noch ist es nicht Abend, aber immerhin. Ja, unser Thema, die Sonne heute, folgt natürlich konsequenterweise auf den Mond vom letzten Mal. Eine sehr schöne, sehr intensive Episode, wie ich finde, die wir da gemacht haben. Und ja, wer sich die noch nicht angeschaut hat, der sollte das mal nachholen, denn ich glaube, man kann ein bisschen das Wissen vom Mond gebrauchen, um die Sonne gut zu verstehen. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Da wirst du, Kirsten, wahrscheinlich später, wenn wir die beiden Karten vergleichen, noch mehr dazu sagen. Ich hoffe. Ja, du wirst etwas sagen dürfen, Kirsten. Und ich habe natürlich wie immer etwas vorbereitet, und zwar erst einmal ein paar Bilder, die uns helfen, das Thema Sonne mal von verschiedenen Perspektiven zu verstehen. Und da beginne ich jetzt einfach mal gleich. Ich habe im Hintergrund schon die strahlende Sonne, so wie wir sie uns vorstellen, wie sie am Himmel erscheint. Ja, die typischen Sonnenfarben, weiß, gelb, rötliche Töne, das ist das, was wir vielleicht mit der Sonne verbinden. Sonne ist, denke ich, einer der Phänomene am Himmel, die jeder Mensch kennt, fast jeder Mensch. Und die, naja, wohl, jeder Mensch eigentlich. Denn die Sonne kann man ja nicht nur sehen. Ich habe es gerade gedacht, wie ist es, wenn jemand blind ist, aber er kann sie fühlen. Auch das ist ja etwas, was die Sonne bringt. Sie ist ja nicht nur ein Lichtphänomen, sondern sie produziert ja auch die Wärme. Kein Leben ohne die Sonne. So banal ist das. Und ja, wenn man natürlich so einen Sonnenuntergang am Meer erlebt, dann glaube ich, dann weiß man, was Sonne bedeutet und wie sie einen auch bewegen und berühren kann. Kirsten, hast du schon mal so einen Sonnenuntergang erlebt? Ja, ganz oft, immer um 6 Uhr abends auf La Gomera. Das sieht das Mit wahrscheinlich ganz Trommeln. ähnlich aus, ne? Mit Trommeln. Da wurde immer jeden Abend getrommelt, wenn die Sonne versank. War aber trotzdem nicht mein Ding, weil da wird es jeden Morgen erst um 8 Uhr hell und um 6 Uhr wird es dunkel. Das würde mich auf die Dauer depressiv machen. Aber das war dann im Winter, oder? Nee, das ist halt, weil es so nah am Äquator ist. Da ist es einfach das ganze Jahr über so. Und da habe ich jetzt echt gelernt, wertzuschätzen, hier im Norden zu leben. Weil so doof das ist, dass es dann im Winter dunkler wird, ist es umso schöner, wenn es im Sommer hell ist. Ah ja, ich finde auch zum Beispiel, dass uns natürlich kennzeichnet in unseren Breiten, dass wir die Sonne in unterschiedlicheren Qualitäten erleben können. Also eine Wintersonne ist einfach was anderes wie eine Sommersonne oder gar eine Ja. Frühlingssonne. Die Leute am Äquator, die haben eigentlich immer die gleiche Sonne. Ja. Ja, und wir haben vor allen Dingen auch so schöne Sonnenuntergänge hier, weil die Sonne bei uns nicht so untergeht, so Lichtschalterprinzipmäßig. Also ich erinnere mich, am Äquator ist Wusch. dann einfach wusch dunkel. Und bei uns, da färbt sich der Himmel mal schön rot. Es gibt natürlich diese schöne Seite der Sonne. Bei uns scheint übrigens auch gerade die Sonne. Guten Morgen da draußen. Ich sehe gerade, da wird hier aus dem Nebel gegrüßt. Bei uns hier, also bei mir hier am Ammersee, scheint die Sonne. Und wie ist es bei euch gerade, Kirsten? Hamburg hat ja Oh, immer willst etwas du nicht schwierig. wissen? Will ich nicht wissen. Das Schöne ist, die Sonne ist immer da. Ich weiß, ein Kalenderspruch. Es sind nur Wolken davor, liebe Kirsten.
Ja, ich höre schon auf mit meinen Kalendersprüchen und schalte zum nächsten Bild. Sonne hat natürlich auch nicht nur schöne Aspekte, sondern sie hat auch, ja, das muss man sagen, auch Aspekte, die vielleicht eher in manchen Gegenden, wo wir gerade vom Äquator sprechen, jetzt denke ich an Wüstengegenden, da ist die Sonne eher der Feind des Menschen. Ja, also wo wir uns freuen hier im Norden der Welt über die Sonnenstrahlen, wenn wir sie denn kriegen, ist in Gegenden, wo sie einfach nur noch herrscht, ist die Sonne eher negativ besetzt in vielen Fällen. Ich denke jetzt eben, wie gesagt, an die Wüste. Ich denke zum Ich weiß nicht, Beispiel. ob sie dann negativ besetzt ist. Da habe ich gar nicht so eine Forschung drüber. Es gibt ein Beispiel dafür, die Beduinen zum Beispiel, die sagen, dass die Sonne eine alte, hässliche Frau ist, die böse, eine böse Hexe ist. Und sie freuen sich über Sonnenfinsternisse. Wenn eine Sonnenfinsternis kommt, dann freuen sie sich und klatschen und jubeln, weil dann endlich dieser bösen Hexe mal jemand zeigt, jemand sozusagen den Garaus macht. Okay, ich Das hoffe, wir nur so kriegen als keinen Beispiel. Shitstorm. Ja, Okay. gut, ich meine, wenn du in der Wüste leben würdest, würdest du dir vielleicht auch mal einen Tag ohne Sonne wünschen. Ja, aber vielleicht muss ich die dann nicht gleich eine alte Hexe nennen. Ich habe ja nur wiedergegeben, was die Beduinen sagen. Nee. Ja, aber damit muss man heutzutage vorsichtig sein. Du weißt, das erwischt einen schneller, als man denkt. Ja, ich habe nachher auch noch eine völlig politisch unkorrekte Geschichte für dich. Du wirst entsetzt sein. Aber so berichtet es der Mythos. Ich kann nichts dafür. Wir können leider die Mythen nicht mehr umschreiben. Ja, aber es ist tatsächlich sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen mit der Sonne, dass sie halt nicht nur positive Aspekte hat. Ich meine, auch in unseren Breitengraden, jemand wie ich gehe nie in die Sonne, weil ich sofort krebsrot werde und mir einen extremen Sonnenbrand zuziehe. Die Sonne kann halt auch extrem verbrennen und gar tödlich sein. Da Ja, ich denke mal, du gehst wahrscheinlich deshalb so wenig in die Sonne, um dir deine noble Blässe zu erhalten, liebe Kirsten. Ja, ich bin natürlich eine große Anhängerin von Scarlett O'Hara, aber Ja. Ich meine, früher war es ja so, Sonnenbräune oder gebräunte Haut war früher ein Zeichen, dass man eben zu einer unteren Klasse gehörte. Ne? Also ganz genau. bleich und vornehm und gar weiß gepudert zu sein, das waren die Adligen. Das ist aber tatsächlich nicht mein Beweggrund, sondern ich verbrenne. Ja, und ich habe jetzt hier gleich Anna, die gleich schreibt, Tirols Berge glänzen in der Sonne strahlend weiß. Darum habe ich natürlich auch ein Bild von einer Sonne, wie wir sie in unseren Breiten vor allen Dingen häufiger, vielleicht jetzt nicht gerade in Hamburg bei dieser Perspektive sehen können, aber doch bei uns im wunderschönen Bayern, wo die Hügel so sanft und grün sind. Und der Himmel immer blau und weiß. Du weißt, Kirsten. Bald wirst du ja auch hier sein und dann kannst du dich davon überzeugen. Ich Ja. freue mich schon sehr. Ja, genau. Aber auch Hamburg Sonne ist nicht zu vernachlässigen, wenn sie denn mal scheint. Und jetzt mache ich mich gerade unbeliebt. Nö, ne? Reden wir später drüber, Wir reden Christopher. später drüber. Du kannst mir dann alles, wenn du in München bist, zurückzahlen. Genau. Ja, das wäre auch nochmal. Ich wollte einfach ein paar sonnige Bilder euch schenken. Damit wir uns daran erinnern, warum wir die Sonne so lieben, warum wir sie brauchen. Licht und Wärme sind natürlich der Fokus. Sie schenkt uns die Fruchtbarkeit, aber sie kann auch zerstörerisch sein, wie wir gerade gesehen haben. Das sollte man sich, wenn wir jetzt über die Sonne sprechen, vielleicht im Hinterkopf behalten. Ich gehe jetzt mal gleich schon eher in eine Sonnensymbolik rein, wie wir sie später auf der Karte finden werden. Und da gibt es zum Beispiel die Sonnenblumen. Ja, ich weiß nicht. Sonnenblumen sind, glaube ich, gehören mit zu den beliebtesten Blumen überhaupt, glaube ich. Ja, ich denke, die bringen auch einfach immer so Freude ins Leben. Ich kaufe Sonnenblumen auch besonders gerne, muss ich sagen. Sie sind halt so die typische Repräsentation der Zeit des Löwen, ne? Also so August, September, sind sie ja immer sehr aktiv. August, September und dann auch noch die Jungfrau spielt auch noch mit rein, genau. Also die Erntezeit. Und sie haben halt so was Strahlendes und Kraftvolles. Und sie werden, glaube ich, auch, jedenfalls wenn wir über Tarot nachdenken, mit Solarplexus gleichgesetzt.
Das ist ja die Energie unserer Mitte, die ganz wichtig ist. Und man kann auch so ein bisschen, finde ich, so ein Chakra in dieser Sonnenblume sehen, wie du es jetzt hier gerade aufgefächert hast. Das ist ja immer die Übung, wenn wir mit Chakren arbeiten, dass wir sie versuchen, wie eine Blume zu öffnen und wieder zu schließen. Da bietet sich natürlich normalerweise der Lotus an, aber die Sonnenblume kriegt man da auch ganz gut hin mit, finde ich. Ich meine, es ist diese Farbe Gelb, die uns natürlich an die Sonne erinnert. Ich finde es nur interessant, dass wir Gelb natürlich mit der Sonne verbinden, aber auch die, weil ich denke, Licht wurde früher nicht unbedingt gelb gemalt, sondern eher mit Weiß verbunden oder sogar mit Rot. Wenn wir an die Bronzezeit denken, da war die Lichtfarbe Rot. Gelb scheint eine Farbe zu sein, die man auch das kleine Gold nennt und daher mit der Sonne in Verbindung gebracht wird, weil natürlich das Gold als Metall der Sonne zugeordnet wird, zum Beispiel alchemistisch oder eben dann auch in der Astrologie. Und diese Sonnenblume, die ja auch ihren Kopf immer der Sonne nachlenkt, ist nicht nur ein Symbol für die Sonne, sondern auch für alle, die die Sonne anbeten. Denn wenn ich mich immer nach der Sonne richte, und wir haben ja so Sprichwörter wie Blick immer Richtung Sonne, dann lässt du die Schatten hinter dir. Das hat was Positives, Optimistisches. Ja. Ja, also auf jeden Fall was Optimistisches. Also ich meine, ich denke jetzt mal, im Vergleich zum Mond. Ja, ich weiß schon, was du sagst, aber das passt auch zur Tarotkarte, alles gut. Ja gut, ja, ich weiß, man sollte nicht nur positiv denken, aber bei der Karte die Sonne dürfen wir es vielleicht zur Abwechslung mal. Dann habe ich hier aus dem Prager Orlosch ein Bild mitgebracht, hängt am Rathaus in Prag, diese sehr berühmte Uhr, ich glaube, jeder hat schon mal so ein Bild gesehen und wollte damit eigentlich auch nur zeigen, da sehen wir nämlich gerade die Sonne, es gibt einen eigenen Zeiger für die Sonne und wir sehen den Tierkreis dort auch abgebildet mit den Symbolen und gleichzeitig natürlich auch die Stunden des Tages. Und da sehen wir, wie die Sonne natürlich auch ein Zeiger ist, nämlich der Jahreszeiten und natürlich auch durch den Sonnenauf- und Sonnenuntergang ist sie ein Symbol für den Taktschlag des Lebens. Ja, gibt es da noch was zu sagen von deiner Seite aus, Kirsten? Vielleicht so ein, wie die Sonne astrologisch, könnte man vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen, betrachtet wird. Ja, also zum einen fällt mir auf, wenn ich auf diese Uhr schaue, dass ich, als ich in Prag gelebt habe, überhaupt nicht für Astrologie interessiert habe. Sehr schade. In den frühen 90ern war mir das wirklich Wuppe. Und astrologisch sagen wir natürlich, dass die Sonne unser Wesen darstellt, unseren Wesenskern könnte man vielleicht sagen, das, was es im Leben auch zu entfalten gilt, wie eine Sonnenblume. Mhm. Und ich habe schon gesagt, sie ist so dem Löwen zugeordnet. Dadurch hat sie auch so eine Qualität vom unser inneres Kind, das, was in uns Lebenslust und Lebensfreude entwickeln möchte, was spielen möchte. Dafür steht eigentlich die Sonne astrologisch, würde ich sagen, oder? Ich würde ergänzen noch, so ein Sprichwort wie die Sonne bringt es an den Tag, das kennen wir ja. Und dass die Sonne die Dinge sichtbar macht. Also ohne Sonnenlicht gibt es keine Farben. Das ist ja im Verhältnis zum Mondlicht anders. Das Mondlicht, das eher fahl und silbrig ist, verschleiert die Farben mehr, während die Sonne die Konturen durch den Schattenwurf auch die Klarheit bringt. Und sie steht eigentlich auch für unser Verhalten, für unsere Handlung, für alles, was wir sichtbar machen. Ja, also auch die Kreativität gehört dazu, das, was wir erschaffen, das Schöpferische. Während der Mond, ich wage jetzt schon mal den Vergleich, eher für eine Innerlichkeit steht. Für alles, was so nach innen gekehrt ist, der Blick nach innen, ist die Sonne der Blick nach außen. Ja. Ja. Dem kann ich nicht widersprechen. Wie solltest du auch? Ich habe bewusst nicht gesagt, liebe Kirsten, dass ich ja als Astrologe aus der Schule für transpersonale Astrologie natürlich noch besondere Bedeutung der Sonne beimesse, aber das sparen wir uns dann für eine Astrofolge auf. Respektive, wir haben darüber schon gesprochen,
Wer sich mal für Kirstens und meine Sonnenthemen interessiert, da haben wir eine Folge im Sternenturm, wenn mich nicht alles täuscht, über Sonne und Mond schon mal vor ein paar Monaten gemacht. Da kann man ja mal nachschauen, wie wir das astrologisch... Anfang des Jahres muss das gewesen sein, ja. Genau, also ich verlinke es einfach dann auch nochmal und dann könnt ihr euch das anschauen. War auch ein sehr vergnügliches Interview. Ja, du hast schon über den Löwen gesprochen und ich muss ihn natürlich auch anbringen. Der Löwe, in ihm herrscht astrologisch gesehen die Sonne, aber er hat natürlich auch diese Majestät, die die Sonne mitbringt. Also sagen wir mal so, wenn wir später die Tarotkarte anschauen, finde ich jetzt nicht so viel Löwehaftes in der Tarotkarte, ehrlich gesagt. Der Löwe taucht ja normalerweise in einer anderen Tarotkarte auf. Ja, das liegt aber auch daran, dass die Kraft, auf die du jetzt anspielst, halt dem Löwen zugeordnet ist. Während die Tarotkarte Sonne, anders als die Tarotkarte Mond, astrologisch der Sonne zugeordnet ist. Der Mond ist ja nicht dem Mond zugeordnet, sondern den Fischen. Mhm. Ja, da steige einer mal durch. Ja. Hat aber auch niemand gesagt, dass Tarot logisch sein muss. In der Tat. Also in jedem Fall wollte ich den Löwen auch nochmal zeigen, weil er natürlich auch so einen Aspekt bringt. Du hast vorhin so das Kindliche gesprochen, aber auch, ich meine, in jedem Löwe steckt vielleicht auch so ein Schmusekätzchen. Aber Löwe ist natürlich auch in der Symbolik auch ein gefährliches Tier. Das darf man nicht verschleiern. Ja, wir können auch ruhig nachher nochmal einen Vergleich zwischen Kraft und Sonne anstellen. Und da werden wir vielleicht sehen, dass der Löwe auch irgendwie doch noch durchscheint. Mhm. Aber wichtig ist ja erstmal, dass wir wirklich daran denken, dass der Löwe astrologisch gesehen auf jeden Fall mit der Sonne verbunden ist. Das ist auch nicht so fern, wenn wir darüber denken, Wüste, heiße Länder, da kommt der Löwe vor, da verbindet man natürlich gerne die Sonne mit. Das passt schon mal, finde ich. Naja gut, und auch bei uns ist die Löwezeit die heißeste Zeit. Egal wie. Genau. Ne? August ist im Grunde genommen der Monat des Löwen. Ja, ich habe noch ein anderes Tier mitgebracht, das man vielleicht jetzt nicht sofort mit der Sonne assoziiert, was aber für A, für die Tarotkarte wichtig ist und B, tatsächlich mythologisch viel mit der Sonne zu tun hat. Und das sind die Pferde. Ja? Und vor allen Dingen jetzt hier, ich habe natürlich bewusst hier weiße Pferde, Schimmel genommen, denn das Pferd ist tatsächlich immer wieder das Zugpferd für das Vehikel, das der Sonnengott, auf dem der Sonnengott durch über den Himmel reist. Und das in ganz, ganz vielen Mythologien. Und da ist natürlich in erster Linie mal Apollo zu nennen. Hier interessanterweise sind die Pferde verschiedenfarbig, das hat mir ganz gut gefallen. Normal heißt es, er hat vier Schimmel, die seinen Wagen ziehen, die mir über den Horizont, von Horizont zu Horizont reist, so jetzt habe ich's. Und dass das eben nicht nur ein griechischer oder römischer Mythos ist, sondern wahrscheinlich indoeuropäisch ist, das sehen wir, wenn wir zum Beispiel uns dieses hier anschauen, das ist der Wagen von Tröndholm, ein aus der Bronzezeit, ein Relikt, ein Artefakt. Und da sehen wir tatsächlich einen Sonnenwagen. Ich glaube, das kann man ohne Zweifel sehen. Im hohen Norden wird die Sonne ebenfalls auf einem Wagen von einem Pferd gezogen. Und das ist hier wirklich wunderschön dargestellt. Auch mit dem Gold, was natürlich drauf ist. Ja. Und wir können sogar nach Indien gehen. Das ist der Sonnengott Surya in Indien. Und wenn ihr mal unten guckt, der sitzt da nämlich auch auf einem Wagen und der wird auch von Pferden gezogen. Also Pferd und Sonne haben eine enge Verbindung miteinander. Ja, und wir haben ja noch die Anmerkung, dass es Pegasus auch was mit Pferd zu tun hat. Das passt jetzt hier gerade bezüglich der Sonne nicht unbedingt rein. Aber was mich jetzt gerade zum Nachdenken gebracht hat, auch weil du diese Pferde mit dem Wasser gezeigt hast. Eigentlich heißt es ja, dass Gott Neptun Poseidon die Pferde erfunden hat, wenn ich mich recht entsinne. Also ja. Und da gehört dann auch der Pegasus dazu. Da gehört eben auch der Pegasus dazu. Und jetzt frage ich mich, wie das zusammenpasst mit dem Sonnenwagen und den Pferden. Dann müsste ja irgendwann Neptun den Sonnenwagen die Pferde gegeben haben. Oder gab es Parallelentwicklungen? Kirsten, ich werde dir das erklären. Sehr gerne.
Übrigens, ich habe zum Thema Pegasus, ich habe unlängst, weil gerade sich sagenhaft und sonderbar dazu gesellt zu uns, ich habe unlängst einen Podcast mit den beiden aufgenommen, mit Daniel und Julia von Sagenhaft und Sonderbar, den könnt ihr euch auch anschauen. Da haben wir die Geschichte vom Pegasus erzählt, im Übrigen. Einen Link findet ihr in den Community-Post in der Geheimnisakademie oder ihr guckt mal einfach bei Sagenhaft und Sonderbar vorbei. Entweder auf YouTube oder Spotify oder was auch immer ihr habt. Da gibt es eine Folge über Menschen und Monster und da haben wir über den Pegasus gesprochen, im Zusammenhang mit der Medusa. Darum spare ich mir das jetzt hier. Aber ich möchte dir trotzdem erklären, was es auf sich hat. Und dazu brauchen wir diesen Gesellen. Und dieser Geselle, das ist der Helios. Helios ist nämlich vor Apollo, war vor Apollo der Sonnengott. Und eigentlich ist das immer noch. Helios ist allerdings kein olympischer Gott, sondern er ist ein Titan. Er gehört also noch zu der alten Garde der Götter, die dann später von den olympischen Göttern abgelöst wurde. Und schon er hatte einen Wagen mit Sonnenpferden. Ja. Und diese Geschichte, die hat mit einer anderen Geschichte zu tun, die ich jetzt vorziehen muss, die ein bisschen später dran kam, nämlich mit dieser hier. Und da sehen wir die Geschichte von Phaeton erzählt. Phaeton ist der Sohn des Sonnengottes Helios und der hat also unglaublich viele Geschwister und ist der einzige Sohn. Und das scheint ihn irgendwie ein bisschen bedrückt zu haben, weil die Geschwister irgendwie ihn wahrscheinlich vernachlässigt haben, also die Schwestern. Und er kam sich irgendwie so vor, dass er sich beweisen musste. Und ja, da ist er eines Tages zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, also ich möchte jetzt auch mal was Tolles erleben, ich möchte gerne einmal deinen Sonnenwagen ausleihen. Und Helios hat sich dann darüber überreden lassen dazu, aber in seinem jugendlichen Leichtsinn konnte er natürlich diesen Sonnenwagen nicht richtig steuern und so rauschte er über den Himmel und hielt den Wagen nicht stand, sondern er versenkte die gesamte Küste Nordafrikas, so wird berichtet. Und jetzt Achtung, jetzt ist es politisch unkorrekt. Und dies soll übrigens auch der Grund sein, warum die Menschen in Afrika so dunkle Haut haben, weil sie da der starken Sonnenstrahlung ausgesetzt waren bei diesem Unglück. Ja. Naja, und weil er seinen Wagen aber nicht kontrollieren konnte, ich berichte nur den Mythos, ja, also weil er seinen Wagen nicht kontrollieren konnte, blieb dem guten Zeus nichts anderes übrig, als einen Blitz auf ihn zu schleudern und so dem ganzen Spuk ein Ende zu bereiten. Ja, und was passierte weiterhin? Und jetzt kommen wir zu wie Apollo zu den Pferden kam und zu dem Sonnenwagen kam. Helios war über diesen Vorfall offensichtlich so. Ja, wie soll man das sagen? Entsetzt, dass er abdankte als Sonnengott und Apollo die Sonnenpferde gab und den Wagen überreichte. Und es heißt sogar, dann vor Trauer über dieses Unglück sogar starb. Ja, auch Götter können sterben. Und seither ist Apollo derjenige, der den Sonnenwagen führen darf. Gut, da sprichst du aber was Wichtiges an, was auch vielleicht mit der Tarotkarte zu tun hat, weiß ich nicht genau, aber wir haben ja oft das Thema des Sonnengottes, der irgendwie was Trauriges erlebt oder sogar stirbt, ne? Ich denke jetzt auch gerade, also Baldur ist ja kein Gott, aber die Geschichte von Baldur passt da ja vielleicht auch rein. Vielleicht kommst du da noch drauf zu sprechen. Ja, Baldur Dann habe schreibe ich jetzt einfach und du ich. redest Ja. weiter. So. Also ich habe Baldur mal ausgelassen, weil das würde uns zu tief in die Mythologie reinführen. Ja. Das wollen wir jetzt nur kurz streifen. Und Helios ist natürlich auch schon mal so einer. Und bei dem fällt mir halt einfach nur auf, Helios könnte immer daran erkennen, dass er eben diese Zackenkrone hat. Und ja, er macht, ich weiß gar nicht, warum er so eine Geste macht. Das weiß ich gar nicht. Er hat Einweihungszeichen, würde ich sagen. wahrscheinlich, ne? Das Ganze, da gibt es nämlich ein Pendant dazu, gibt es auch die Luna noch dazu. Und ihr seht, er hat so eine Peitsche in der Hand, das steht für den Wagen. Also er hat natürlich eine Peitsche, mit der er die Pferde anfeuert. Und er hat diese Zackenkrone auf, die natürlich Sonnenstrahlen sind, ja, die sozusagen wie so eine Sonnenkrone sind. Daran kann man Helios immer gut erkennen. Was ich Und damit meine, ist, dass der jugendliche Leichtsinn oft auch ein Thema ist bei Sonnenthemen, eine Unbeschwertheit, die auch nach hinten losgehen kann, ne? Und das, auch wenn ich jetzt an die Geschichte von Ikarus zum Beispiel denke, ne, der halt der Sonne zu nahe kommt, oh,
Ja, redest weiter. nein, aber erzähl ruhig. Ich schätze, dass das hier Icarus ist, den du Das ist gerade, Icarus. Der gute genau. Rubens hat es Also wir haben uns nicht abgesprochen hier. Wir hatten keine gemacht. Zeit, heute die Präsentation zu betrachten. Das macht Aber doch nichts. daran sehe ich, dass Christopher sich Gedanken gemacht hat bei der Präsentation. Und genau, also Icarus ist ja kein Gott, sondern er ist der Sohn des Daedalus. Daedalus, genau, danke. Oder Wieland, den Schmied hatte ich jetzt gerade im Kopf. Ich glaube, da gibt es die Parallele Ja, da ist eine Parallele. irgendwie. Und der möchte ja auch die Flügel ausprobieren, die der Daedalus gebastelt hat, um in die Freiheit zu gelangen, weil er eingesperrt wurde von Midas. Minus. Minos. Und ich komme da noch hin. Und ja, er kommt mit diesen Flügeln der Sonne zu nahe. Die Flügel sind durch Wachs zusammengehalten. Das Wachs schmilzt und er stürzt ab. Und man bemerke, obwohl Daedalus, der fürsorgliche Vater, ihn vorher eindringlich davor gewarnt hat, komme nicht der Sonne zu nahe. Und was tut Ikarus? Also es wird dann sehr schön beschrieben, dass er so dann auf einmal so spürt er dieses Sonnenlicht, und es zieht ihn so an und er fühlt sich fast allmächtig. Er hat so das Gefühl, ihm kann nichts geschehen, wenn die Sonne auf ihn scheint, und genau das wird ihm zum Verhängnis. Ja, flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Wo kommt das nochmal vor? Ich glaube, in irgendeinem Song, um Gottes Willen. Jetzt drifte ich in die deutsche Schlagerszene ab. Ja, in jedem Fall, das ist die Geschichte von Ikarus. Und ich möchte doch noch einen kleinen Schlenker, bevor wir zu den Karten selber kommen, in die nordische Mythologie machen. Und zwar haben wir dort natürlich auch Sonne und Mond, wieder auf Pferdewegen. Die beiden sind Sol und Mane, und da haben wir uns ja letztes Mal schon drüber aufgeregt, dass die Sonne im Germanischen weiblich ist und der Mond männlich. Und das zieht sich hier natürlich auch durch. Und wir sehen hier die Wölfe, die hinter den beiden Wägen herjagen. Und immer wenn die Wölfe sie erreichen oder fast erreichen, dann gibt es eben eine Sonnen- oder eine Mondfinsternis. Ja, also die sind Also, ein ich sehe mich hier bisschen. gerade über Charlie Wagen vom Papa ausgeliehen und direkt ein Drama gestartet. Ja, liebe, Ja, das passt liebe Charlie, gut. das ist wohl wahr. Genau. Ja, ich glaube, das war so, was ich so vorbereitet hatte dazu. Ein letztes Bild, und damit möchte ich auch schon überleiten, warum das Kind hier immer wieder vorkommt. Ich habe mir jetzt erlaubt, einfach mal zwei Kinder hier abzubilden und in einem sonnigen Licht. Und liebe Kirsten, aber ich glaube, du wirst uns sicherlich erzählen, warum ein Kind mit der Sonne in Verbindung steht. Du hast es ja schon angedeutet. Genau, ich habe ja schon gesagt, dass die Sonne gerne auch ein Symbol für unser inneres Kind ist. Ich nenne es ja lieber immer das innere Göhr, aber dieses innere Kind, das halt gerne spielen möchte und zu dem wir auch, das kennen wir aus der New Age-Szene, wieder zurückfinden sollen, uns mit unserer Kindheit beschäftigen, da Trauma auflösen, um wieder Kindheit zu entwickeln. Und eine Theorie auch im Tarot ist es, wenn wir diese ganze Reise durchgemacht haben, die jetzt ja langsam zu Ende geht für uns beide, lieber Christopher, dass wir dann dieses innere Kind, diesen Wesenskern, das Unschuldige in uns erwecken können und befreien. Du hast jetzt hier zwei Mädchen dargestellt. Es gibt Tarotkarten, die werden wir auch sehen, wo auch Kinder drauf zu sehen sind. Also nicht nur eins. Und das ist dann oft auch ein Zwillingspaar, männlich und weiblich, das man dort drauf erkennen kann. Manchmal sind es auch zwei Jungs, manchmal zwei Mädchen. In Zeiten des Transgenders ist das ja eh egal. Ja, dein Wort in Gott, in Göttins Ohren. Du. Genau, der Sonnerich, den haben wir jetzt hier in den die beiden Tarotkarten mal im Vergleich. Wir kommen ja vom Mond und wir gehen in die Sonne. Und Kirsten, wie kommt es dazu? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben uns jetzt seit dem Turm, der quasi die Welt, in der wir leben, gesprengt hat und uns in
ja, ein bisschen ins Weltall katapultiert hat, einen weiten Weg zurückgelegt. Wir waren beim Stern, beim Mond und jetzt kommen wir zur Sonne. Das erinnert mich jetzt gerade, wenn ich darüber rede, an Märchen. Ne? Ich denke gerade an Allerlei Rau zum Beispiel, wo man erst in einem Sternenkleid kommt sie erst, dann in einem Mondkleid und am Ende in einem Sonnenkleid zum Ball. Das ist sicher ein Motiv, das wir auch in vielen Märchen finden und was aus der Tarot-Ebene gerne mit dem Aufstieg auf der Astralebene gedeutet wird. Mhm. Wir kommen also immer mehr in höhere Sphären. Im Mond sind wir halt in dieser sehr unsicheren Phase, wo wir uns auch verlieren können in der Wilderness, ist kein deutsches Wort, in der Wildnis. Und wir haben aber im Hintergrund halt diese Türme angedeutet. Wir haben uns gefragt, was bedeuten denn diese Türme? Die sehen wir ja auch auf der Karte Tod, wo dann im Hintergrund die Sonne aufgeht. Sie künden quasi vom Ende der Reise. Wir sehen auf der Mondkarte sehr prominent eine alte Hexe oder eine Mondfrau oder Mondmann. Und die Karte soll eine Sonnenfinsternis darstellen. Mhm. Und jetzt ist diese Sonnenfinsternis vorbei. Wir können es ja nochmal in die Zeit der Alten zurückversetzen, als eine Sonnenfinsternis, es sei, man war in der Wüste, eine furchtbare Katastrophe darstellte. Ne? Die Sonne war verschwunden, würde sie wiederkommen? Und dieser Moment der Erleichterung, jetzt ist sie wieder da, das ist definitiv eins der Gefühle, die wir in der Tarotkarte Sonne dann haben. Wir sind einen schweren Weg gegangen, wir sind durch Unsicherheiten gegangen, um unseren Traum uns zu erfüllen, den wir vielleicht im Stern empfangen haben. Und jetzt, boah, jetzt sind wir da. Mhm. Das ist so das Grundgefühl der Sonne. Das ist ein bisschen so wie nach der dunklen Nacht der Seele geht die Sonne auf. Ja, und wir sind gewissermaßen eigentlich am Ziel angekommen. Ganz genau. Anna fragt hier gerade nach einer Verbindung zum Sonnensiegel des Maya-Kalenders. Anna, ich habe keine Ahnung vom Maya-Kalender. Das müssen Berufenere dir erklären. Aber wenn du damit arbeitest, probier das doch einfach mal aus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also gehört habe ich davon, aber profund etwas darüber aussagen kann ich leider nicht. Und die Tarotkarten sind ja auch eher nicht bei den Mayas zu finden. Mhm. Also ich würde immer im System bleiben persönlich, wenn ich mich mit etwas beschäftige. Ich würde jetzt nicht unbedingt westlich astrologisch-tarotistische Dinge auf die Maya anwenden, aber... Es sei denn, man ist jemand, der von dort abstammt und vielleicht ganz intuitiv das verbinden kann mit seiner eigenen Kultur. Genau. Also, ich mir vorstellen. Berichte uns, Anna, was du herausgefunden hast, würde mich auch interessieren. Genau. Aber du hast natürlich recht, die Sonne suggeriert Themen wie die Maya oder die Azteken, die halt auch die Sonne sehr stark angebetet haben. Und auf dieser Karte hier, die ja eine der Ursprungskarten ist, ganz anders als das Motiv, das wir meistens kennen aus dem Waite-Smith-Tarot, sehen wir hier halt auch genau die beiden Kinder. Hier sind es zwei Jungs, die dargestellt sind. Und wir sehen sehr prominent neben der Sonne, die jetzt strahlt, wie das... vielleicht der Engel auf den Liebenden oder der Teufel auf der Karte der Teufel oder der Baphomet oder was immer das ist, da steht, also sie hat, also die Sonne scheint jetzt so den Schutz über diese beiden Kinder zu werfen. Im Hintergrund sehen wir jetzt sehr prominent eine Mauer. Das kann mit dem Turm zusammenhängen, die wir auf der Mondkarte sehen. Für mich symbolisiert die Mauer immer, dass wir das erreicht haben, was auch eine Aufgabe aus astrologischer Sicht ist, nämlich uns abzugrenzen von anderen Einflüssen, uns wirklich sehr stark auf uns selbst zu besinnen, auch durch Erfahrungen aus dem Mond, diese Verinnerlichung, von der du gesprochen hast. Und dann können wir innerhalb der Mauer, innerhalb des Schutzes, den wir für uns aufgebaut haben, strahlen. Also du siehst eher, dass die beiden innerhalb einer Ummauerung stehen. Also so würde ich das sehen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Crawley-Karte mich beeinflusst.
Ich glaube wirklich, dass es hier darum geht, dass wir geschützt sind. Es ist für mich auch eine Anspielung auf das Paradies, ne? Also wir sind gefallen, wir sind aus dem Paradies rausgeworfen worden, in der Sechs oder selbst gegangen bei den Liebenden und dem Wagen. Und jetzt finden wir in ein selbstgebautes Paradies vielleicht zurück. Auf jeden Fall können wir uns abgrenzen. Und die beiden Kinder werden traditionell gedeutet als die zwei Seelenaspekte. Manche reden auch bei dieser Karte von Zwillingsseelen, die zusammenwachsen. Also wir finden unseren gesuchten Anteil, der uns sehr früh auf Reisen schickt und unter dem ja auch viele Menschen suchen ja ihren zweiten Anteil und in der Sonne finden wir ihn dann. Also dieses Dualseelenthema, das auch ein bisschen mit den Seelenpartnergeschichten zusammenhängt. Gibt es deiner Meinung nach einen Zusammenhang zwischen den beiden Hunden und den Zwillingen? Also ich meine, fällt doch auf, dass da auch zwei sind. Ich meine, du Ja, wir hast haben diese. die Liebenden erwähnt, da sind zwei, den Teufel, da sind zwei drauf und jetzt bei der Sonne sind zwei Ja, drauf. wir haben diese Zweierstruktur sehr oft im Tarot und meistens ist dann etwas darüber, also so eine Dreierstruktur eigentlich, auch beim Hohepriester zum Beispiel oder beim Teufel, beim Wagen mit den Zwingen oder Pferden. Also ich glaube, dass diese Zweier immer was damit zu tun haben, dass da etwas in Balance gebracht werden soll oder und sich ausgetauscht werden soll. Aber das Und aus hier beim Mond geht es mehr um die Triebe, Ängste, irrationalen Anteile und bei der Sonne, Kinder haben ja auch was immer mit Gebären zu tun, etwas ans Licht bringen, wie du vorhin gesagt hast. Da geht es darum, dass wir unsere innere Stärke leben lassen. Also das heißt, du siehst jetzt nicht, dass sich jetzt die Hunde in die Zwillinge transformiert haben. Ich meine, jetzt sage ich schon Zwillinge, weil mir erscheint, deswegen habe ich ja vorhin auch das Bild von den Zwillingsmädchen gewählt, mir erscheint die wie Zwillinge zu sein. Aber sie sind ja auch gleich. Während die Hunde unterschiedlich farbig sind, also blau und rot, sind sie hier gleich. Hier scheint also schon was in Balance gebracht zu sein. Also da ist sozusagen, hat vielleicht schon ein Austausch stattgefunden. Aber vielleicht deute ich das auch zu stark. Ich wollte. Ja, also weiß nicht. Ich würde hier gerne noch mal was sagen zum schwarzmagischen Sonnenkult. Green Chakra finde ich schwierig, so eine Äußerungen. Also auch gerade, wenn man es nur gehört hat, von wem was, da brauche ich dann Quellen, wenn sowas gesagt wird. Und es wird ja viel geredet über Religionen aus den unterschiedlichen Aspekten. Würde ich jetzt nicht gerne so stehen lassen, weil zum Beispiel der Mithraskult ein wichtiger Sonnenkult, war ein sehr positiver Kult, der sich auch fast eher durchgesetzt hätte als das Christentum hier. Und finde ich schwierig. Das Waite-Tarot von Apokalypse kenne ich nicht, Chloe. Aber natürlich kommen wir auch gleich noch auf die Waite-Version zu sprechen. Vielleicht meint aber auch Green Chakra mit dem schwarzmagischen Sonnenkult den Sonnenkult der Maya. Also der Inka, die ja tatsächlich, sagen wir mal, mit Blut vergießen ist. Und vielleicht könnte man da im weitesten Sinne von Schwarzmagie sprechen. Nur der Begriff schwarze Magie ist ohnehin problematisch, finde ich, Ja, ich wenn würde man auch die Hunde sagen. Na, weiß. ich will das nur erwähnen, weil ich finde es schwierig. Wir sind mit der Esoterik sowieso ständig in Graubereichen und müssen aufpassen, dass wir von der Gesellschaft auch irgendwie nicht immer niedergemetzelt werden. Und nur ich wünsche mir Quellen für Behauptungen. Das ist immer ganz wichtig für mich. Gut. Ja, da hast du eine solare Klarheit an den Tag gelegt, liebe Yes. Kiki. Und du hast dir verdient, über diese Karten zu sprechen. Ja, wir haben hier zwei Bilder aus der Renaissance, die mit der Sonne zu tun haben. Auf der einen Karte, die nicht sehr bekannt ist, ich weiß auch gar nicht, aus welchem Tarot sie ist. Ich habe sie nur mal in den Pool geworfen, um zu zeigen, dass die Bilder lange Zeit gar nicht so einheitlich waren, wie das jetzt so der Fall ist. Jetzt wird es ja wieder sehr unterschiedlich durch die vielen, vielen Decks, die entstehen inzwischen wieder. Aber da haben wir eine Erntekarte mit der Sonne verbunden. Ne? Also geht fast in Richtung Jungfrau, eher als Löwe diese Karte. Finde ich sehr schön.
Und bei der anderen Karte haben wir eben ein Kind, das durch die Luft schwebt. Das könnte sowas wie Phaidon sein. Phaidon habe ich richtig gesagt, ne? Ja. Phaeton, ja. Phaidon, Verzeihung. Der halt die Sonne in der Hand hält und auf so einem ganz schicken Hoverboard durch die Gegend. Sieht aus, als ob er durch die Luft surft. Genau, also da haben wir gleich die Verbindung Kind und Sonne und auch alle das, was wir schon über die Fallstricke dieses jugendlichen Leichtsinns gesagt haben. Ich finde das eine wichtige Bedeutung für die Tarotkarte. Deswegen muss ich bei Charlie auch so lachen, weil die Sonne kann ungebremsten jugendlichen Leichtsinn bedeuten. Und so toll das ist, so ungebremst durchs Leben zu rauschen, so sehr kann das natürlich auch daneben gehen. Und das ist eine Thematik, die in der Tarotkarte Sonne immer mitschwingt. Und ich finde interessant ja auch, dass die Sonne so rot dargestellt ist. Das ist, weil ich sagte, es gibt eben auch die Farbe Rot bei der Sonne. Und vor allen Dingen in der Alchemie wäre Rot die Farbe der Stufe, in der wir den Stein der Weisen bekommen. Und die natürlich eng mit dem Gold in Verbindung steht. Also das heißt, Gold in einem übertragenen oder realen Sinne, das lass sei mal dahingestellt, ist ja das Ziel der alchemistischen Transmutationen. Ja. Und dann kommen wir noch zu zwei Karten. Eine habe ich reingemogelt, und zwar die auf Ja, die ist nicht der, von mir. die ist nicht von dir, die ist von links, die ist aus dem Mantegna-Tarot. Zumindest habe ich das so übernommen. Und dort ist die Karte die Nummer 43. Ich habe von diesem Tarot ehrlich gesagt nicht viel gehört. Ich fand nur interessant, was hier dargestellt wird. Und zwar eben genau diese Geschichte von entweder Ikarus oder Phaeton oder alles zusammen. Und oben drüber ist so ein kleiner Skorpion oder es könnte auch ja, ein kleiner Skorpion angedeutet. Also ich habe es nicht ganz auf die Reihe gekriegt, das war jetzt so kurz im Vorfeld. Aber hier sieht man nochmal diesen Sonnenwagen sehr, sehr schön, der damit in Verbindung gebracht wird. Und warum das die Karte 43 ist und wie viele Karten es in einem Mantegna-Tarot gibt. Es gibt halt Decks, die ungefähr zur selben Zeit wie das Visconti-Tarot entstanden sind, auf dem wir ja jetzt unser Tarot aufbauen, unser Tarot-System. Es gibt auch das Solabusca-Deck zum Beispiel, aus dem sich die Pamela Coleman-Smith sehr stark bedient hat, um ihre kleinen Arkana zu zeichnen. Und da gab es keine festgelegte Ordnung der Karten. Auch das Visconti-Deck hatte unterschiedliche Zahlen. Es gab verschiedene Einflüsse. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass das früher tatsächlich auch ein Kartenspiel war und die Leute in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich damit gespielt haben. Interessant, also ich finde das super interessant, allein deshalb, weil wir sehen, Tarot ist auch ein Konstrukt, auf dem wir aufbauen. Das ist nicht einfach vom Himmel gefallen und hat die ewige Wahrheit, sondern warum lachst du? Weil vom Himmel gefallen. Federn da gerade auch vom Ja, Himmel. genau. Also vielleicht inspiriert. Ja, klar, aber es ist entstanden und wenn wir heute irgendwie glauben, diese Reihenfolge der Tarotkarten und die Anzahl der Karten, das sei immer schon gesetzt gewesen, dann irren wir uns eben einfach. Und das finde ich ein sehr schönes Bild. Aber ich finde das andere Bild auch sehr schön, was du Ja, da gemacht hast, weil wieder was ganz anderes drauf ist zur Sonne. es zielt so ein bisschen auf die Eitelkeit ab, ne, die man mit der Sonne in Verbindung bringen könnte. Also die Sonnenkarte kann durchaus auch Arroganz darstellen oder ein sich nicht scheren um andere. Also denken wir an den Platz an der Sonne, den früher die Kolonialmächte haben wollten, oder solange mir es gut geht, ist alles bestens. Auch das kann die Sonne repräsentieren im Tarot. Egoismus. Hier wird allerdings mehr auf die Eitelkeit abgespielt. Ne? Wir sehen hier eine Frau, die vielleicht auch einen venusischen Charakter hat, der einen Spiegel gegeben wird und sie glänzt darin. Und dieses Wesen, was ihr den Spiegel vorhält, ist allerdings ein bisschen strange. Ne? Das ist, ich Das kann es ist gar nicht. ein außerirdischer Reptiloid, habe ich gesehen. Weil die müssen ja einfach irgendwann mal auch im Tarot auftauchen. Das ist doch klar.
Und es ist selbstverständlich, warum diese Karte nicht mehr so dargestellt wird, weil die Reptiloiden die Weltherrschaft errungen haben und ihr Geheimnis für sich bewahren wollen. Aber diese Karte belegt es. Scherz beiseite, ich glaube, dass es sich um eine affenähnliche Gestalt handelt und ich würde dir gerne noch eine andere Deutung anbieten. Christopher, ich kann es kaum erwarten. Ja, ich weiß, du brennst vor Neugierde. Denn das den Spiegel vorhalten ist ja auch ein Akt der Selbsterkenntnis. Also das heißt, erkenne dich selbst im Spiegel. Und wir wissen ja, dass die Sonne auch für die Wahrheit steht. Schon bei den Griechen hat man bei der Sonne geschworen. Ja, also bei Apollo, ich sage die Wahrheit, weil die Sonne sieht ja alles. Ne? Vor ihr kann man nichts verbergen. Und der Affe, der steht ja nicht nur für etwas nachäffen, das ist sozusagen die negative Bedeutung, sondern wenn du es mit dem Ägyptischen vergleichst, der Gott Tod, Thoth oder wie auch immer du ihn gerne aussprechen möchtest, wird ja gerne als ein Pavian dargestellt, als ein Affe dargestellt und steht für Weisheit und Erkenntnis. Könnte sein, dass, ich sage nicht das eine oder das andere, ich sage, es beide Ebenen gibt. Ne? Also ich könnte sagen, man kann darin diese Eitelkeitsebene sehen, aber auch die Sonne steht für Wahrheit und Selbsterkenntnis. Ja? Also sie beleuchtet den letzten Winkel deiner Seele und damit gibt es kein Geheimnis mehr in dir. Du hast dich erkannt. Was hältst du davon? Ja, finde ich sehr schön. Ja, ja, das kann ich gut was mit anfangen. Den Spiegel vorhalten ist eine Deutung, die wir im Tarot selten sehen. Aber dass die Wahrheit ans Licht kommt, finde ich sehr gut. Und dass wir das nicht so haben in der Tarot-Deutung, liegt sicher daran, dass wir diese Aspekte nicht mehr so haben, weil wir auf andere Aspekte den Schwerpunkt gesetzt haben, nämlich auf die Heldenreise. Und da ist das mit dem Spiegelansehen, glaube ich, immer nicht so, na, höchstens in dieser dunklen Phase ist das dann wichtig. Genau, denn diese beiden Bilder, die du jetzt zeigst, sind die einflussreichsten Bilder für das, wie wir Tarot deuten heutzutage. Auf meiner Seite seht ihr das Crowley-Tarot, Thoth-Tarot von Frieda Harris gemalt. Und auf der anderen Seite seht ihr das Wade-Smith-Tarot. Und es sind zwei unterschiedliche Motive, die aber beide sehr starke, freudige Elemente in die Sonne hineinbringen. Und da ist mit Spiegeln, dunkle Seiten gar nicht so viel los. Ich mag die Karte von Crowley sehr. Mhm. Wir sehen, dass er spielt hier auf die Karte Nummer 7 an, den Wagen, also passt ja auch, ne? Und der Wagen in Crowley-Tarot, der hält quasi einen Kelch wie ein Wagenlenkrad. Mhm. Und er sagt, dass dieser Kelch sich immer schneller bewegt und dadurch spritzt das Blut, das sich in diesem Kelch befindet, denn es ist der Heilige Gral, nach draußen. Und so entsteht dieses Sonnenlicht hier, das wirklich aussieht wie eine Sonnenblume, wenn man sich's genau betrachtet. Und wir sehen halt hier genau, dass diese Einbettung in einen Kreis, der sich ja dann in der Karte 21 noch verstärkt, was mir die Assoziation gibt, dass dass eine Mauer ist, die einmal um die Kinder herumgeht. Und auch, wir sehen auch einen Berg, nicht unbedingt aus dem Allgäu. Und auch da ist eine Schlange drumherum gewunden, wie eine Mauer. Mhm. Und wir sehen den Tierkreis. Mhm. Ne? Also die sind jetzt hier in ihrem Tierkreis eingebettet, diese Zwillingsseelen, Dualseelen, die im Thoth-Tarot, das führt jetzt hier sehr weit, auch öfter vorkommen, auf anderen Karten, auf der 6 zum Beispiel, sind sie wichtig. Und das sagt mir, ich habe jetzt alles erreicht, ich lebe mein Horoskop. In der 18 bei Crowley haben wir gesehen, dass da gerade der Skarabäus versucht, die Sonne durch die Nuit zu gebären. Das ist jetzt geschehen und jetzt gibt es hier Juhu, Hurra, die Sonne ist da. Und bei Wade, da haben wir das, worauf, ich glaube, es war Chloe, angespielt hat, nämlich das Kind, das auf einem Pferd sitzt, eine Standarte in der Hand hält. Auch hier ist die Mauer im Hintergrund zu sehen, die Sonnenblumen sind zu sehen und die Sonne strahlt über diesem Kind. Es hat
jetzt nicht unbedingt was Apokalyptisches, diese Standarte, aber es ist schon so eine Jubelstandarte. Die Farbe Rot ist wichtig. Mhm. Ja, du hast Rot mit Gold gleichgesetzt. Dieses Kind spielt stark auf den Narren an. Der Narr, der zieht ja aus, um die Welt zu erobern. Er hat ein Kleid an, wenn wir uns den Narren bei Wade Smith ansehen, das mit Sonnenblumen bestückt ist. Mhm. Er hat einen kleinen weißen Hund dabei. Mhm. Und für mich ist das jetzt so, als hat er auf dieser langen Reise, die wir gemeinsam jetzt schon durchgemacht haben, zu sich selbst gefunden. Sein Hund ist gewachsen zu einem weißen Pferd. Mhm. Er sitzt da auf diesem Pferd nackt, hat keine Zügel, er ist eins mit seinen Instinkten und Trieben. Mhm. Und was auch ihn mit dem Narren verbindet, ist die rote Feder auf dem Kopf, da haben wir wieder die Farbe Rot. Wir haben im Wade Smith Tarot immer Engel mit roten Flügeln. Du hast vorhin auf alchemische Prozesse hingespielt, aber vielleicht hat das auch tatsächlich was damit zu tun, dass diese Engel solare Kraft darstellen sollen. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe noch nie was über die Federn gefunden. Ich puzzle mir da meine eigene Theorie zusammen. Und wenn wir jetzt uns auch nochmal die Karte Tod anschauen im Wade Smith, da ist ja der Tod auch auf einem weißen Pferd zu sehen, mit roten Augen. Und auch der hat diese rote Feder, die allerdings bei ihm abgestorben ist, auf dem Kopf. Und wir sehen die Sonne beim Tod aufgehen im Hintergrund oder untergehen. Da streiten sich die Geister. Ich glaube, sie geht auf. Also es ist ein Versprechen, dass das dann irgendwann aufgehen wird. Und das kommt jetzt hier alles zusammen. Also eigentlich ist es wichtig, sich die Karte Narr, Tod und Sonne zu betrachten. Mhm. Und dann das Gefühl zu haben, okay, ich gehe los, ich habe bestimmte transformative Erfahrungen und dann kann ich auftauchen und mein inneres Kind leben lassen. Vielleicht eine kleine Anmerkung zur roten Feder, da habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich kenne sie aus den Märchen und dort ist die rote Feder am Hut immer ein Zeichen des Teufels. Wenn der im Märchen auftaucht, wird er manchmal als Jägersmann beschrieben, an dessen Hut eine rote Feder leuchtet. Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt, fällt mir spontan ein. Vielleicht hilft das dir bei deinen Forschungen zum Thema Feder weiter. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Idee ist, das alles mit dem Teufel in Verbindung zu bringen. Aber dazu passt ja Marion, die gerade eher negativ über die Sonne nachdenkt. Brennen für etwas bis zum Verbrennen und Ausbrennen. Da hat Marion recht, die Sonne kann eine Warnung sein. Darüber haben wir jetzt ja aber auch diskutiert, dadurch, dass wir, wenn wir der Sonne zu nahe kommen, ausbrennen können, Sonnenbrand bekommen oder wie Icarus nach unten fallen können. Die Sonne stellt immer sehr hohe Ambitionen auch im Tarot dar und ja, die müssen nicht unbedingt gelingen. Und das ist halt das, was wir eingangs sagten mit Optimismus. Optimismus ist super, aber es muss auch Substanz dahinter sein. Und das kann halt in einer Tarotlegung genau das bedeuten. Hinterfrage mal, wie optimistisch, wie realistisch deine Einschätzungen sind. Mhm. Allerdings, auf dem Heldenweg, den wir ja hier durchgegangen sind, meinetwegen auch den Heldinnenweg, ist die Sonne ein sehr positives Symbol. Ja, ich wollte noch zum Teufel kurz sagen. Ich finde, dass der doch dazu passt, wenn wir den Teufel nicht als Teufel sehen im Sinne der katholischen Kirche, sondern als den grünen Jäger, den grünen Mann, der für unseren instinkthaften Bezug zur Natur steht. Dann, glaube ich, ist es sinnvoll, das auch mit dieser Karte ein bisschen in Verbindung zu bringen, auch wenn es jetzt sehr assoziiert ist, weil ich erlebe ja dieses Kind als sehr der Natur verbunden. Du sagst, er sitzt auf einem Pferd, und zwar ohne Zügel, ohne irgendetwas, es hält sich da einfach. So sitzt man normalerweise nicht auf einem Pferd, zumindest nicht sicher, aber scheinbar ist eine gute Verbindung zwischen diesem unschuldigen Kind und seinen Instinkten und da glaube ich, ist diese Naturnähe vielleicht auch mit dabei. Ja. Ich finde, da könnte man noch länger drüber nachdenken. Ich würde aber gerne noch den Rest der Zeit mit ein paar anderen Beispielen verbringen, wie Sonnen dargestellt werden. Da müssen wir jetzt nicht auf jedes Detail eingehen, weil wir doch das meiste eh schon genannt haben. Aber man sieht, wie das Thema Sonne unterschiedliche Künstler und unterschiedliche Interpreten beschäftigt hat. Und da nehme ich jetzt gleich mal hier, ich habe es jetzt mal bewusst nebeneinander gestellt, vielleicht magst du da zwei, drei Sätze dazu sagen.
Ja, hier nochmal ein Auszug aus dem Modern Witch Tarot von Lisa Stirl, wo halt dieses innere Kind als Mädchen dargestellt wird. Es ist eigentlich eine sehr genaue Übertragung der Karte. Persönlich fände ich es besser, wenn das Kind nichts anhätte, weil es wirklich, es geht darum, dass wir uns nackig machen in der Sonne. Mhm. Und halt wirklich, das passt wieder vielleicht zu diesem Aspekt mit dem Spiegel, dass wir uns zeigen, wie wir sind. Es geht immer um Authentizität bei dieser Karte. Und ansonsten finde ich es aber ganz süß, dass da dieses Mädchen dargestellt wird. Naja, und sie hat ja vor allen Dingen noch ein paar rote Blümchen dazu getan. Das Gesicht der Sonne scheint freundlicher zu sein. Ich finde, die Wade-Smith-Karte hat so ein bisschen, die schaut neutral bis ein bisschen streng. Ja, ja, das stimmt. Na, und Lisa Stirl hat ja also wirklich ein freundliches, pausbackiges Gesicht gegeben. Und auch mir ist aufgefallen, begleitet, aber vielleicht liegt das am amerikanischen Markt, wo man sonst wahrscheinlich richtig Ärger bekommen hätte oder so. Könnte sein. Das könnte sein. Ja, aber schauen wir uns noch ein paar andere an. Ich habe jetzt hier aus Robert M. Place, der diese beiden Tarots, super, ne? So, nach der 19. Folge hat das endlich kapiert, wer dieser Robert M. Place ist. Und ich möchte da gar nicht so viel dazu sagen, außer dass Robert M. Place offensichtlich, klar, dafür ist er bekannt. Das eine dürfte wie das Raziel-Tarot sein und das andere aus dem alchemistischen Tarot oder Alchemical. Da werden eben diese alchemistischen Darstellungen. Er hat erlöst das unschuldige Kind durch ein Liebespaar ab. Das finde ich ist der Unterschied. Was ich schwierig finde persönlich, also weil eine ganz wichtige Botschaft der Sonne verloren geht, meines Erachtens. Aber gleichzeitig verweist er auf den alchemistischen Prozess der Vereinigung der Gegensätze hin und damit dem Erreichen des Steins der Weisen. Insofern verzeihe ich ihm das. Aber trotzdem, ich finde die Darstellung ein oder zwei Kinder passt besser zu dem, was ich persönlich jetzt mit dem verbinde. Ja, stimme ich dir zu. Ja, und hier haben wir nochmal das Tarot der 78 Pforten, wo einfach so ein Kornkreis dargestellt ist. Das fand ich einfach ganz witzig als Darstellung. Müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Und das andere ist wieder das Röhricht-Tarot mit der Sonne. Das spielt stark auf Crowley an. Da sehen wir dieselben Symbole, die wir auch auf dem Crowley-Tarot sehen. Ich muss bei der Sonne immer so ein bisschen an so ein Spiegelei denken, muss ich gestehen. Aber die Rune, die da drauf ist, passt die denn zu dem, was du verbinden würdest mit Sonne? Ja, finde schon. Also hier gehe ich voll in Resonanz, wie man so schön sagt, heutzutage damit. Gebo, die Rune Gebo ist die Gabe oder das Geben. Und es gibt zwar eine eigene Rune, die Sonne bedeutet, aber Gebo ist dieser Zustand, und dann merkt man auch, das ist ja wie so ein Andreaskreuz oder einfach ein Kreuz. In alle Himmelsrichtungen soll man seine Kreativität geben. Wir alle haben Gaben mit auf die Welt gebracht. Das sind nicht nur Geschenke des Universums, sondern die sollen wir auch einsetzen. Und die sollen wir, ja, wir sollen unser Licht auch strahlen lassen und nicht länger unter den Scheffel stellen. Das verbinde ich mit Gebo. Ja, schön. Ja. Die hier auf meiner Seite aus dem Deck von Katrin Weltstein finde ich auch eine ganz tolle Darstellung der Sonne, mal als Frau, die Sonne eben, und hat so einen strahlenden Aspekt und auch, dass sie so, ist es eine Maske oder ein Vogel? Ein Vogel, ne? Die hält so einen Vogel, das fand ich interessant auch extra noch. Ne? Dass sie quasi so diesen Vogel hält, aber auch ihn so zur Seite zieht wie so eine Maske, ist für mich so Karte der Authentizität. Und du wirst mir jetzt sicher gleich was zum Vogel sagen, denn du hast ja aus dem Brady-Tarot eine Karte dazu genommen, die auch einen Vogel zeigt. Mhm. Ja, ach so, soll ich was sagen dazu? Yes. Ja, es ist ein Goldfink, den wir hier sehen. Und das sind tatsächlich zwei Vögel. Ich muss hier immer ein bisschen spicken, weil mir die Symbolik beim Brady Tarot nicht immer sofort geläufig ist. Das liegt daran, dass sie sehr stark
Emmy Brady sehr stark auch aus ja, dem Spektrum der Native Americans heraus die Symbole wählt und nur Tiere, Tiermotive wählt. Also da kommen also keine Personen vor. Und da sehen wir eben hier diese, also diese Sonne in diesem geometrischen Muster, das bei Emmy Brady auch beim Stern nochmal vorkommt. Sie schlägt da so eine Brücke zwischen Sonne, zwischen Stern und Sonne. Und für sie ist das so die Karte der Freude, der ja, Pleasures im Allgemeinen, der Vergnügungen. Und vor allen Dingen, wenn man eine dunkle Zeit durchstanden hat, da spielt sie natürlich auf den Mond an. Sie hat aber auch einen Aspekt mit hineingebracht, dass es auch die Karte der Rationalität ist, im Gegensatz zur Karte des Mondes, die sehr irrational ist. Ja, also so vergleicht sie das. Sie sagt also, das Licht der Sonne ist sozusagen auch die Klarheit, so wie die Sonne bringt es an den Tag, die Wahrheit, die Selbsterkenntnis. Und daher spricht die Sonne auch die Ratio an, auf einer gewissen Art und Weise. So. Marion schreibt, das Brady Tarot ist ein Biologiekurs. Ja, das stimmt. Und ich vor allen Dingen ein Biologiekurs in der Flora und Fauna Nordamerikas. Und das gefällt mir aber sehr, sehr gut, denn man lernt ja sehr viel kennen. Und sie hat natürlich sehr ausdrucksstarke Bilder. Ich werde öfters jetzt mit dem Brady Tarot wieder arbeiten, habe ich beschlossen, weil es mir einfach so gut gefällt. Und das darfst du gerne, Christopher. Und dann kommt ein letztes Bild. Und da habe ich jetzt auch wieder eins gewählt aus einem Tarot, das ich jetzt neuerdings ist erschienen bei Lo Scarabeo, das Runic-Tarot, das natürlich die Vikings-Welle reitet und da ganz stark aus der Bilderwelt dieser TV-Serie sich rausholt. Aber da habe ich eben The Sun genommen und da ist es ist leider sehr plakativ, aber es ist auf der anderen Seite ist so, da sehen wir eben Sol, so heißt sie im Germanischen, die Göttin der Sonne auf ihrem Sonnenwagen. Und daneben aus einem deiner Favoriten, liebe Kirsten. Ja, das leider nie erschienene Deck, aus das Buffy-Tarot, das hätte ich wirklich sehr gerne gehabt. Es kursieren ein paar Bilder im Netz und ja, die Sonne. Da haben wir jetzt die negative Seite, die Marion angesprochen hat, nämlich das Ausbrennen. In diesem Fall wird hier gerade ein Vampir gekillt. Das ist ja jetzt logisch. Und da muss man, glaube ich, nichts zu sagen, außer dass die Sonne wirklich sehr lustig dargestellt ist, wie ich finde. Nämlich mit diesem, ist ja, hat so ein bisschen was von. Naja, also ich habe gar nicht so sehr an den Vampir gedacht, sondern ich habe eher gedacht an eben diesen tödlichen Aspekt. Und aber klar, der Vampir wäre ja auch ein Wesen der Nacht, damit er dem Mond wohl zugeordnet. Und hier wird sozusagen alles, was dem Mond zugeordnet ist, verbrannt. Ja, liebe Kirsten, das war's von meiner Seite aus. Und ich würde sagen, uns bleibt nur noch eins zu tun, nämlich ein Orakel zu geben. Genau. Ihr kennt das Spiel bereits. Ihr dürft euch jetzt entweder Kirsten aussuchen oder mich aussuchen. Genau, und damit ihr nicht die Katze im Sack kauft, ja, ich zeige euch, was ich heute nehme. Ich nehme Tarot für das innere Kind. Nicht zu toppen, liebe Kirsten. Und ich habe beschlossen, ich habe jetzt beschlossen, ich muss jetzt sofort mein Tarot-Deck wechseln. Das war die Rückseite der Karten. Ah, da ist noch eine Sonne drauf. Ja, Kirsten, dann kann ich natürlich nur sagen, dann nehme ich halt das Runic-Tarot und hoffe, dass vielleicht auch einige sich für mich entscheiden. Ja, die entscheiden sich ja sowieso immer für dich, weil dein Fanclub ist eindeutig größer als meiner. Das sagst du, liebe Kirsten. Na, das weiß ich, das weiß ich. Das sagst du aber so. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ich mische noch, aber ich glaube, ich habe die Sonne noch nicht drin und die darf natürlich auch. Die Corinna hat sich schon wieder für den Herren entschieden. So sieht der Herr, aus. Bitte. Herr Christopher. Christopher, das hört sich so nach Herr der Ringe an. Da heißt es auch immer Herr Frodo. Meine Füße sind kleiner. Gut, ich ziehe jetzt eine Karte. Ja. Aber noch nicht zeigen. Und ja,
Ich habe jetzt hier, ziehe jetzt auch eine Karte aus dem Runik-Tarot. Gut, also bei dem Tarot des inneren Kindes, da wird immer so auf Märchen und Sagen und Mythen angespielt, ohne dass diese Märchen tatsächlich dargestellt werden. Und hier habe ich für euch, das ist ja sehr hübsch mit dem Hintergrund, das passt sogar mal ganz gut, das Ass der Schwerter gezogen. Und wir sehen hier jemanden, der ein Schwert aus dem Stein zieht. Das finde ich passt sehr gut zur Sonnenqualität, weil es ja darum geht, wirklich in seine Kraft zu kommen. Derjenige, der das Schwert aus dem Stein zieht in den Mythen, der wird ja auch derjenige, ist ja derjenige, der dann König wird. Passt für mich sehr gut dazu. Das Ass der Schwerter ist der Impuls für euch in der kommenden Woche, bei den Problemen, die ihr habt, was immer das ist, durch kreative, geistige Lösungen, geistige Gedanken eine Lösung herbeizuführen. Es ist immer eine Impulskarte, die sagt, nutze deine Gedanken, bringe sie in eine Struktur und dann fange etwas damit an. Du kannst auch gerade Geistesblitze haben und setze die um, lass nichts anbrennen sozusagen. Das ist eine Karte, die dich gerade in der kommenden Woche, das ist ja auch noch die Woche, die schön in die Neumondphase passt, aktiv Dinge umzusetzen. Ja, ich habe aus dem Runik-Tarot die 2 der Schwerter gezogen. Schau. Also wir sind heute sozusagen ein bisschen in Resonanz miteinander, was die Schwertenergie angeht. Aber du sagst vielleicht noch zur klassischen Bedeutung der 2 der Schwerter bitte was. Ich kann jetzt mal hier, was im Runik-Tarot angespielt wird, was wir hier sehen können. Und zwar ist das eine sogenannte Safe Corner, also eine Zauberfrau, die hier dargestellt wird. Sie hat einen Wolfsumhang an, sie hält diese beiden Schwerter und da hinten im Baum sehen wir sogar noch jemanden so hängen. Ja, und dann noch so eine Rune, die Rune des Tür sehen wir hier, die Tiwas. Und diese Karte soll ausdrücken, dass man auf sich seinen inneren Führer verlassen soll und dass man eine Entscheidung treffen sollte, dabei seine Position verteidigen sollte und darauf hoffen darf, unter einem Schutz zu stehen. Ja, also das ist bei dieser Karte gemeint. Man kommt irgendwie durch die Entscheidung dann aus einer Situation wieder heraus, in der man gerade feststeckt. Drum sitzt sie da so starr. Ja, also es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem Ass der Schwerter. Mhm. Aber bei beiden Karten geht es ja darum, sich über etwas klar zu werden, etwas auch umzusetzen, während das Ass der Schwerter eher die Macherkarte ist, ist die 2 der Schwerter eher die Ich-denk-noch-mal-drüber-nach-Karte, fühle da noch mal in dich hinein. Und da wir ja bei der Sonne auch gelernt haben, da geht es um eine Zwillingsenergie. Mhm. Vielleicht heißt das, werde aktiv, aber denke auch darüber nach, was du genau tust und fahre niemanden sonnenmäßig an den Karren. Mhm. Sehr gut, hast du das hingekriegt, Kirsten, nochmal die Metaphern aufzugreifen, die uns beschäftigen. Ja, liebe Leute, ich glaube, das war's für heute. Und ich bedanke mich natürlich erstmal ganz herzlich bei Kirsten für die ausführliche und kompetente Darstellung der Sonne im Tarot. Niemand kann es besser als du, Kirsten. Ganz ehrlich, also ich bin immer wieder begeistert, was du da aus den Tiefen deines Wissens da hervorzauberst. Und es macht echt viel Spaß und passt zur Sonne. Wir wollen ja Freude verbreiten. Ich hoffe, das haben wir heute getan. Kirsten, hast du noch ein paar last famous words? Nö, also noch einmal an euch alle, wenn ihr euch im Münchner Raum bewegt und uns beide mal live erleben wollt, und das ist wirklich lustig, dann wandert mit uns am nächsten Samstag oder Freitag über den Friedhof. Da sind wir auch lustig. Genau. Wir sind natürlich den Umständen entsprechend auch seriös. Natürlich. Aber wer dort vor allen Dingen Tarot mit uns erleben möchte, da haben wir Freitag
um 15 Uhr und Samstag um 15 Uhr, jeweils an zwei verschiedenen Münchner Friedhöfen, gehen wir drüber und es wird natürlich auch live orakelt. Genau. Es ist super spannend, die Symbole auf den Grabsteinen, die nämlich gar nicht so düster und trist sind, wie man nicht immer meint oder glaubt zu meinen, sondern dass da wirklich interessante, spannende Bezüge sind. Und das machen Kirsten und ich eben. Und da freuen wir uns schon sehr drauf, denn wir haben das sehr vermisst. Die letzten Male ist es ja leider ausgefallen. Zweimal jetzt schon. Und jetzt, wo wieder alles so unruhig wird. Ich komme nach München, egal was passiert. So. Ja. Wir haben natürlich noch weitere Dinge, die noch anstehen. Ich werde heute Abend um 21 Uhr wieder die Runenwoche verkünden und freue ich mich schon drauf. Und ja, die kommende Woche wird auch spannend. Da bin ich aber gerade noch dabei, das Programm auszuarbeiten. Liebe Eva, ganz kurz. Barrierefrei. Doch, ich glaube, es ist bei mir. Also barrierefrei, ja. Also wir haben, es ist alles eben. Es sind keine Stufen zu überwinden, aber es sind so Art bekieste Wege. Das möchte ich einfach dazu sagen. Ja, aber es ist zugänglich auf jeden Fall. Ist es alles, ja. Mhm. Und ich mache morgen Abend wieder das Wochentaroskop auf dem Kanal der Mantika. Da hat sich ja inzwischen auch eine verschworene Gemeinde eingefunden, die regelmäßig dabei ist. 19 Uhr mache ich es morgen wieder. Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut einfach vorbei. Wunderbar. Also ihr da draußen habt einen sonnigen Tag, egal ob die reale Sonne scheint oder nicht. Die innere Sonne darf immer scheinen. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag und ein herrliches Wochenende. Ja, habt eine tolle Zeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.